Wir haben sogar eine Verbindung, es ist unglaublich. Wahnsinn. Ja, mache ich mal Ansage, ne? Mach mal Ansage, ne? Hallo, wir sind Olase und wir spielen heute topmoderne Spiele. Heute OpenHV, früher auch, wie hieß es noch gerade? Hard Vacuum. Hard Vacuum. Vacuum. Ja, und zwar implementiert auf der OpenRH Engine und kann entsprechend dann halt auch die gesamte Infrastruktur nutzen, nämlich halt den Serverbrowser und Networking und den ganzen Kram. Und das wollen wir heute mal etwas spielen. Jawohl, melde mir an, ist blau, ich bin rot. Bei Fraktionen, von denen ich keine Ahnung habe, was sie so richtig unterscheidet. Also du bist YI und ich bin SC. Das kann ja nur gut werden. Für was YI steht, weiß ich nicht. Ich behaupte einfach mal, ich bin die Synergy Corporation. So. Und du bist nämlich... Warte. Bin ich von Alien noch? Du bist Yuruki Industries. Das hat nämlich wahrhaftig Sinn, was da steht. Ernsthaft? Ja, geh mal mit dem Mauscursor. Da gibt's einen Tooltip. Ach nee. Ja, doch. Ach, das hättest du jetzt gerade so aus den Fingern gesaugt. Nee, ganz so smart bin ich dann nicht. Nicht aus dem Stand. Ja, ich bin aber eher so Team GDI und so. Kann halt nicht so richtig viel mehr. Also ich weiß nicht genau, wie der Background von dem Spiel selber ist. Mir ist es, also ich habe es vor früher gar nicht. Ich glaube, es ist gar nicht rausgekommen, ne? So ist es. Also wir spielen quasi die erste Version dieses Spiels, weil es über das Konzept in 1993 nie hinausgekommen ist. Es wurden zwar Grafiken erstellt und ein grobes Einheitenbalancing, aber das war's. Und 93 ist ja, wir erinnern uns, lange vor Command & Conquer. Ich glaube, ein Jahr vor Dune sogar noch, ne? 93? Ja. Ja, Command & Conquer ist 95 rausgekommen. Ja. Vielleicht, das ist nicht ganz meine Ecke, vielleicht zeitgleich mit Warcraft? Command & Conquer ist zeitgleich mit Warcraft rausgekommen. Ah, okay. Ja, dann, also... Also wieder mal Open Source to the Rescue. Genau. Oh, mein Akku ist voll. Großartig. Ja. Dann klicke ich mal ganz geschwind auf den Start-Button. Hast du schon mal vorher gespielt? Ich habe das letzte Mal gezockt, als es noch nur eine Fraktion gab und die AI für die Füße war. Also das ist schon eine Ecke her. Ich habe es einmal gespielt, ja. Und dann wollte ich was dazu schreiben und dann habe ich es nicht getan. Ich habe jetzt im Vorfeld, wo wir uns verabredet haben, mir das ein bisschen genauer angeguckt und ja, also eigentlich sehr frustrierend, gegen den Computer verloren. Unbalanced AIs. Ist gegen Menschen bestimmt besser. Auf jeden Fall, wir werden es herausfinden, denke ich. Und los geht's. Jawohl. Oh. War nicht ready, ja dann. Ja. Gut. Es beginnt ja perfekt. Okay. Also du oben links genau, ich unten und rechts und. Schön und unkompliziert. Building ready. Bilder und Miner. Wichtig hier. Und natürlich Strom. Ich wollte gerade sagen, also die Standards sind vertreten. New Powerband für Elektrizität. Unit ready. Ohne geht nicht. Building. Raider Dome, ein Hafen. Unit ready. So, was haben wir denn da? Sir. Ah ja, ein Miner. Miner ist schon mal gut. Awaiting orders, at once. Building ready. Unit ready. Der Computergegner, der hat immer ziemlich schnell Flugeinheiten geschickt und damit sehr genervt. Wir haben uns eben kurz offscreen drüber unterhalten. Die Aufnahme, die ich eben testweise gemacht habe, um den Ton abzustimmen, lief auch nebenher einfach weiter. Und ja, innerhalb von wenigen Sekunden flog irgendwie zwei Helikopter und zerschossen mich geflissentlich. Ja, ja, ja. Das war gut für den Tontest, schlecht für mich. No power, stress raining. Strom hier. Cancel. Building ready. Yes, sir. As you wish. No power. Affirmative. Unit Let's ready. Go. I'm ready. Oh je. Yeah. Äh,
wenn du den zu denjenigen, die das später sich angucken werden, vielleicht nochmal 3 Takte zum Ressourcen grabbeln sagen würdest. Das Ressourcen-Grabbeln, ja, ich hab's eher durch Zufall halt auch rausgefunden, weil es gibt ja auch keine richtige Anleitung dafür, das Spiel. Ja. Baut irgendwie Miner und dann hat man diese schönen, ich zeig da jetzt mal gerade drauf, Underground Resource Deposits, die in unterschiedlichen Farben daherkommen, die very profitable sind oder halt normal. Und dann kann man Miner quasi bauen, den da draufsetzen, mit der rechten Maustaste deployen. Und dann fährt ab und an da halt so ein Mining-Fahrzeug lang und sammelt das Geld ein. Cash quasi. Die Cash-Cow. Ja, direkt ja, okay. Quasi umgewandelt wird das. Also quasi, ist es, wenn man jetzt den Vergleich zieht zu CNC, baut man hier keine Raffinerie, die dann das Fahrzeug losschickt, sondern man schickt ein Fahrzeug hin zur Quelle und die schickt dann wiederum, da wird es deployed und da wird quasi ein Fahrzeug weggeschickt von. Genau. Auch wenn ich das gerade sehr kompliziert erklärt habe. Ich hoffe, es war. Alle Freunde von KKND werden sich erinnern. Absolut. Definitiv, was. Ja. KKND, schönes Stichwort am Rand. Gibt's ja auch für OpenRA. Allerdings cheatet da die AI. Yes, also die hat unendlich Geld, weil die noch nicht richtig programmiert ist und ja. Aber das ist auch auf der OpenRA Engine aufgesetzt. Genau. Sieht auch wirklich sehr gut aus. Spielt sich auch recht gut, nur gegen die AI macht es halt überhaupt keinen Sinn. Weil die zerlegt dich, die ist innerhalb von Minuten ist die dir über. No power. Cheatet die denn oder ist die. Die hat einfach unlimitiertes Geld. Die kann so viel bauen und produzieren, wie sie möchte. Das macht keinen Sinn, aber oder beziehungsweise spielt keine Rolle. Beim Spieler hingegen doch. Ach. Also, wie ich sag ja, man hat keinerlei Chancen. Ich musste mich auch erst mit der KI verbünden in dem Mod, um dann zu sehen, dass mein Verbündeter da baut wie ein Bescheuerter und ich halt überhaupt nicht hinterherkomme, egal wie sehr ich es versucht habe. Yes, also das hat die KI dann zugelassen, ja? Läuft. Nö. So, du strunzt schon bei mir irgendwie mit so einem, was ist das? Scout-Pod. Ja, natürlich, selbstverständlich. Der kurioserweise auch schneller ist als die Einheiten, die ich jetzt gehabt hätte. Du hast Raketenwerfer, Hoshis. Mitunter. Ha! Das hat sich ausgescoutet. Weiß, was ich wissen musste. So. Receive at once. Awaiting order as you wish. Na. Das hab ich gesehen. Ich gehe da jetzt auch mal gucken. Nee. Ja, ohne meine grandiose Taktik jetzt groß verdingsen zu wollen. Ich gehe mal gucken. Ich schau mal rein, sagte irgendeine Einheit in Warcraft 3 in der deutschen Version. Was ich grafisch eigentlich ganz schick finde, ist halt, dass hier auf dieser Schneekarte auch der Schnee fällt. Definitiv. Sehr angenehm. Das finde ich jetzt nicht so angenehm, dass du mich hier attackieren tust. Und ich hab den nur blind da hochgeschickt, der Rest war Zufall. Sind die jetzt gerade alle explodiert? Ja, kann sein. Ich habe da erst einen angegriffen. Affirmative. Oder hast du die irgendwie zurückgeschickt? Interessant. Was kann man denn hier noch so bauen? Keine Ahnung. Naja, du kannst dann natürlich Verteidigungsanlagen bauen. Ich habe mich mal in so einem Turm versucht, irgendwie. Was ich sehr interessant finde, den Ansatz ist, du hast diese Unit-Builder, die dich in die Lage bringt, außerhalb deines eigentlichen Bauradius, ich klicke da gerade mal drauf, Bauradius, hier dieser Kreis, und mit den kleinen Bildern kann man quasi außerhalb des Bauradius an entfernten Ecken Sachen bauen. Das ist relativ cool. Nicht das neu, aber cool. Genau, das habe ich gegen die KI genutzt, um halt in ihrem Flugweg, den sie halt immer genommen hat, da so ein paar AA-Guns aufzustellen. Keine Chance sonst. Building insufficient funding. Insufficient? Effiziente. Es mangelt an Geld. Ich habe gerade noch nicht so ganz raus, warum. Ich habe einen Hacker-Tank. Der kann feindliche Gebäude übernehmen, ja. Ich bin mit dieser Entwicklung nicht einverstanden.
Receiving. Bugs. As you wish. Hätten sie doch mal. Neben jedem RTS mangelt es an Strom. Aber den hätten sie doch auch gerne Cybertank nennen können. Wäre doch einfach mehr im Sprachgebrauch gewesen. Denn wie jeder aus der IT. Alles entliehen. Der Cyberkrieger. wenn du keinen Strom mehr hattest und baust ein Kraftwerk, dann macht jetzt so ein Sicherungsreinklatschgeräusch. Das ist schön. Finde ich persönlich klasse. Bitte mehr davon. Technology Download Center. You wouldn't download a car, no? Receiving. Awaiting orders. Move out. Acknowledged. Irgendwas hat mein Radarschirm gerade etwas erweitert, aber ich weiß nicht so genau was. Orders received. Building ready. Vielleicht ein Radar Dome? Alter Junge! Lost. Was denn? Lost. Ich dachte, wir machen hier eine ganz gemütliche Partie und dann kommt er mit sowas an hier. Der gute alte Einheiten-Spam. Ich muss mir ein bisschen eine Lücke erkaufen. Dass ich hier, ich muss mich jetzt auch erstmal mit den ganzen Einheiten, die es so gibt, beschäftigen. Ich baue jetzt alle. Einfach stumpf alles bauen, gucken, was passiert. Was ich gerade nicht weiß, aber was definitiv interessant wäre, wenn man die verschiedenen Einheiten anklickt, dann blubbern die ja mit einem. Also melden sich entsprechend ihre Klassifizierung. Und für mich wäre jetzt interessant, gab es das damals schon und ist übernommen worden? Oder ist das jetzt quasi für OpenHV von irgendwem spaßchenhalber eingesprochen worden? Das kann ich nämlich absolut nicht einschätzen. Das klingt aber sehr professionell. Also ich würde das jetzt eher in die Richtung professionelles Studio da einsortieren. Building ready. Es klingt im Prinzip so wie die Einheiten bei Command & Conquer. Du, ja, absolut. So. Strom? Hab ich denn noch nicht gebaut? Building ready. Was macht ein Technologie-Download-Center? Unit ready. Man weiß es nicht. Steht doch bestimmt dabei. Grants access to advanced weaponry. Ja. Also bei mir hat die KI auch Minute 5 des Spiels auch direkt mal eine Atombombe gebaut. Also ich was auch eine sehr gut nachvollziehbare Taktik ist. Für so eine KI. Das ist die Gandhi-Taktik aus Sith. Building ready. Kennst du den Grund, warum der Gandhi da so abgegangen ist mit dem Spiel? Unit ready. Overflow oder sowas, ne? Ja, genau. Also er hatte irgendwie sehr friedliche KI-Punkte, also so Diplomatie-Punkte. Unit ready. Die waren dann, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal irgendwie von 0 bis 10 und 10 war quasi das kriegstreiberischste. Da hat er irgendwie was von 2 und dann ist er, wenn er in Demokratie gegangen ist, wurde der dann halt immer friedfertiger und ist er dann halt auf einen Minuswert gekommen. Also quasi so ein negativer Integer Overflow und in dem Moment ist er mal gepflegt Amok gelaufen in alle Richtungen. Hat ein bisschen Anti-Gandhi-Politik betrieben. Bist du nicht willig. So nutze ich Atombomben. Er kennt es nicht. Mm-hmm. Our demand is are backed by nuclear weapons. So. Komm, da bauen wir auch alles. Jetzt wird mal gebaut hier. Unit ready. Sag mal bitte, ich bin nicht der Einzige, der ständig in Blackout läuft. Das ist, glaube ich, das vierte Mal. Weil ich den Energieverbrauch von den einzelnen Gebäuden überhaupt nicht einschätzen kann. Also meine Basis besteht hauptsächlich aus Kraftwerken. No power ready. Aber das ist okay.
Unit ready. Ah, okay. No power training. Keine Ahnung. Alles raus damit. Unit ready. No power. Storage. Building ready. No power. Ich fürchte mich. Ich fürchte mich vor den Konsequenzen meiner Taten. Unit ready. Kurze Frage. Kann das sein, dass das Storage auch genutzt werden kann, um da Ressourcen hinzufahren? Die dann auch ins, war das? Dass dann schneller geht? Ja, das wäre nämlich ziemlich cool, wenn man einfach so ein Storage dann neben eine entfernte Energiequelle ballert. In der Annahme, dass es geht. Da kam eben so eine Zahl hoch. Mich zu der Annahme verleitet hat. Wo greifst du mich an? Was ist da los? Ich habe noch mal ein bisschen gespickt hier. Mhm. Unit ready. No power. Crew, unit ready. Changing heading. Standing by. Changing heading. No power. Building ready. Ich glaube, jetzt wird mal irgendwie Zeit für Building. Kraftwerk-Spam. Ich weiß mir gerade nicht anders zu helfen. Irgendwie einfach mal so 5 Stück oder so und dann ist das auch wieder gut. So. Unit ready, Unit ready. Awaiting orders. Oh, die Einheiten sind alle sehr klein, ne? Also das heißt, wenn man so bei Command & Conquer oder bei OpenRL gemeinsam einen Panzer hat, dann hat man einen Panzer. Und die hat man halt so Mini-Fahrzeuge, die auch tatsächlich unter Einheiten irgendwie, also unter Fußvolk. Wie findest du die Option, die neu hinzugekommene Option von der OpenRA Engine, dass du jetzt stufenlos zoomen kannst? Ja. Also so neu ist sie gar nicht, aber das ist mega. Ja, ja, lange das, überfällig. Das sieht sehr schick aus. Ein Freund von großen Ansichten hier eigentlich hier. Receiving. I'm ready. Affirmative. Move out. War ja lange Zeit immer so eine Sache. Von Pixel-Doubling runter auf Normalscreen und zurück. War ja so das Einzige, was ging. Und jetzt ist es einfach hier so ein bisschen stufenlos. Das ist schon nett. Yes, sir. Acknowledged. Oh, da. Was haben wir denn noch? Oh. Stealth-Tank. Nee. Was war das denn? Ich geh nur mal gucken. Ja. Aha, ja, so ist es also. Ach, guck! Oh, du hast den Wald angezündet. Der brennt. Nee. Das ist ja heftig. Das ist ja. Damit habe ich jetzt gerechnet. Da geht das ganze, der ganze taktische Vorteil des. Fackelt der jetzt wirklich gepflegt ab? Ja, der ist jetzt weg. Nett. Ich dachte, das wäre sicher. Aber es ist gar nicht sicher. Es ist einfach jetzt weg. Moment, was ist denn das da oben in der Ecke? On my way. Ja. Bitte. Dafür ist mir gerade wieder meine Stromversorgung um die Ohren geflogen. Ich habe eben 4 Kraftwerke gebaut. Geschieht dir irgendwie richtig. Und dann ein neues Gebäude dazu und dann war wieder Ende Gelände. Du hast dieses Advanced-Dings gebaut, ne? Ich habe gebaut... Das ist das für ein Ding? Launch Command. Habe ich als letztes gebaut. Das ist wahrscheinlich die A-Bomb. Nuclear Bomb charging. Ein Radar Dome bauen. Irgendwas hier muss ich dir entgegensetzen, ne? Naja, müssen ist ein sehr hartes Wort. Es ist ja eher so optional. Bald rächen. Du hast mein Bilder zerstört. Bin entsetzt. Dann hole ich mir halt einen neuen. Sind die Ressourcen eigentlich irgendwann weg oder sind die einfach... Du, da kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, die sind... Fehlt nichts runter. Die sind da. Zählt nichts runter. Building. Was haben wir denn hier noch? Warum kann ich den eigentlich nicht bauen? Ich würde gerne einen Scout-Balloon bauen, aber der braucht einen Starport und den habe ich scheinbar nicht. Starport? Strom. Doch. Ein Buggy. 200 Strom, ja klar. Hm.
So. Unit ready. Let's go. Elevator. Receiving. I'm ready. So. Da wart er schon wieder. Unit ready. Bist du immer gleich so unentspannt, wenn man mal in deine Hut kommt? Unit ready. Building. Oh. Oh. Du hast, irgendwas Artillerieliches. Unit lost. Big Bertha. Unit ready. Unit lost. Okay, alles klar. Okay. Unit lost. Da müsste ich vielleicht mal gegen konstruieren. Bedingt. Ja, das ist auch super. Also direkt durch meine Basis fahren. Unit ready. Hallo. Danke. Dann muss ich aber wieder aus Versehen was mitgeschickt haben, was nicht angreifen kann, weil eigentlich sind die mit Attack Move geschickt worden. Wenn die Einheiten kaputt sind, dann kann man Scrap einsammeln. Das ist wohl scheinbar Kohle. Unit ready. Unit lost. Unit lost. Was hast du da meint? Lost. Ja, du weißt doch, zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Lost. Du mörderst aber ganz gut hin. Unit lost. Unit lost. Standing proceed. Boah. Unit ready. So nicht. On my way. Das ist schon arg herzlos von dir. Okay, alles klar. Das ist ganz schön ausgebreitet hier. Ja, mal. Hui! Explosionen sind ja schon. Ja, da muss sich irgendjemand gütlich dran getan haben an der Animation. Unit ready. Quatsch. Wie sieht das hier aus mit Einheiten? Ich brauch irgendwas. Gib mir was, Spiel. Bau. Ist mir egal was. Ich sag mal meinen Einheiten hier, dass sie angreifen sollen und nicht sich verteidigen sollen, standardmäßig. Bitte. Unit ready. Oha. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich hab ja auch eigentlich nur so dahin gebaut und schick jetzt quasi alles, was ich dahin gebaut habe, halt mit deiner Richtung. Oh, also dieses Laserboot ist ja wohl overpowered, ganz klar. Bedingt immer. Das habe ich, das Laserboot und die Artillerie habe ich relativ heftig in Erinnerung, auch von meinen Tests damals. Und der Bilder, ja, mit dem. Der hält doch was raus hier. Hä? Der hat ein Schild. Lost. Frei, ein Schild zu errichten. Oder auf ihn anzuwenden. Und das hing auch damit zusammen, dass das meine letzte Einheit zu dem Zeitpunkt war. Lost. Unit lost. Unit lost. Unit lost. Affirmative. Move out. Ich bin gerade fasziniert davon, wie weit die Verteidigungsanlagen schießen. Das ist ja schon. Das ist sehr angenehm. Ja, du hast mein, Bilder durchgelassen. Im Rückzug, ne? Du hast meinen Bilder angegriffen. Das geht so nicht. Was soll ich? Da sind ganz miese Methoden. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich rede jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen. An Geld mangelt es einem eigentlich nicht. Nö, nee, ich hab auch Geld. Ja, also das. Ich hab zu wenig Silos. Was ist das für ein Ding? Oh, eine Dual-Artillerie. Mit der werde ich jetzt mal Unit ready. Starten. Was mir persönlich auch ganz. Ist mir gerade eben erstmalig in den Blick überhaupt bekommen: ein Televator unter den Verteidigungsanlagen beamt eine Einheit von A zu einem anderen Televator. Also quasi, kennst du noch das Untergrund-Tunnelsystem von Command & Conquer Generals? Von der GLA. Daran erinnert mich das ganz spontan. Ja. Unit ready.
Gab's doch auch bei Tiberian Sun. Ist das so? Das war mega nervig. Da ist noch immer irgendwie auch durch den Boden. Da musstest du doch so Betonplatten bauen, damit Unit ready. Not nicht da durch konnte. Main Battle Tank. Warum kann ich denn da den eigentlich nicht bauen? Ich kann diverse Dinge nicht bauen. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit ohne Heavy Factory gespielt. Das erklärt einiges. Faszinierend. Unit ready. Base under attack. Wie? Unit ready. Da ist eine Heavy Artillery. Artillerie? At once. Diese Entwicklung jetzt mit deinem Boot wieder, ne? Das ist ja wohl abartig. Zur Hälfte weg. Ich hatte mal einen Klassenkameraden früher in der Beru, der schrie immer Imba. Das, ja, der wäre hier jetzt gut aufgehoben gerade. Oh, no power. Trace raining. I'm ready. Destroy them. Destroy them. Oh, der schießt aber weit. Wer denn das denn? Oh, war das der Hafen? Ja. Ich sehe den noch nicht mal. Vielleicht soll ich auch Verteidigung mit Lost. Nein, das ist okay so, wie du das machst. Besteht kein Bedarf. Manu, aus der Ferne. Unit ready. Jetzt habe ich diese Heavy Factory gebaut und darf direkt nochmal zwei Kraftwerke hinterherdonnern, yes, weil ich schon wieder Unit auf Null runter bin. Auf minus 10. Da steht Strom, ne? Da rechts, ja. Sauber. So. Unit ready. Jetzt machst du mir natürlich gleich platt. Da werde ich ja keine Sonne haben mit deinem Atombömmchen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die irgendwo... Unit ready. Unit ready. Strategisch da... Was schießt denn da? Mein Master Sergeant Powerboot. Lost. Unit lost. Light him up. So nicht. Das sieht auch eher aus wie Schwimmringe. Ja, das stimmt. Lost. So, jetzt haben wir lost. Genug hier gespielt. Ich brauche einen neuen Hafen, fällt mir dabei gerade ein und auf. Sonst, cannot be placed. Cancel. Cancel. Ready. Building ready. Wo baue ich den denn mal hin? Achso, die Frage stellt sich eigentlich gar nicht. Ich muss ihn finden. Factory? Hier musst du jetzt nur noch durchhalten, bis Unit ready. Ich glaube, so mega. Ist die so heftig? Die. Alles recht nah zusammengebaut, ne? As you wish. Ready. Mein Türmchen! Have another one. Ist auch ein bisschen unbalanciert, ne? Natürlich. Den Turm macht er mit drei Schüssen weg, aber halt dein Mini-Oshi, da braucht er auch zwei Schüsse für. Ja gut, das ist vielleicht noch so die Vorstufe vom Scherestein-Papier. Bossfield Generator. Tja, wenn ich jetzt noch Strom hätte in den letzten 4 Sekunden. Ich baue einfach mal. So, jetzt ist natürlich die Frage, die im Raum steht, womit tue ich dir richtig weh? Ich versuch's mal da. Nuclear Bomb Charging. Sehe ich, wo sie einschlägt, oder höre ich es nur rumsen? Ich sehe es noch, noch sehe ich nichts. Verdächtig still. Ah, ich sehe es. Building lost. Okay, die. Oi. Die ist, ja. Da müsste man eventuell auch nochmal ein bisschen nachjustieren, glaube ich. Also ja, ist aber Atombombe ist Atombombe, ne? Die müsste vielleicht ein bisschen länger. Laufen oder so. Nee, da jetzt nicht. No power. Unit lost. Komm, macht sie alle platt. Base under attack.
Aber die Gebäude sind tatsächlich echt extrem schnell. Ja, bom, bom, bom. Ja, dafür, dass es, ja, das stimmt. Ich meine, diese kleinen, diese Scout-Pots, das sind mit deutlichsten Einheiten im Spiel. Ja, also gegen die KI hatte ich das halt auch festgestellt. Die Panzer lohnen sich gegen die KI nicht so richtig, weil der kommt eh mit einem kleinen alten Power und das ist so kaum Chance. Building last. Building last. No power. Building last. So, da hast du mich mit der Superwaffe gebildet. Es tut mir leid. Wenn du möchtest, können wir die nächste Runde, weil du warst ja taktisch warst du mir ja durchaus überlegen. Wenn du möchtest, machen wir noch eine Runde und lassen es einfach weg. So Ehre halber. Ach Quatsch. Nur ein Angebot. Ja, ganz zum Spiel dazu. Nee, ich fand, ich war mit dem Effekt jetzt, das war schon heftig. Also, das, die hatte schon gut Wumms. Aber gut, vielleicht ist das ja auch ein bisschen Stilmittel mit dabei. Ist bei Command & Conquer letztendlich auch so. Sobald du die Superwaffe hast, geht es eigentlich nur noch darum, dass du möglichst schnell diese dann halt ausschaltest. Ne? Wo sind sie hin? Ja, du hast wieder Strom gekriegt. Was plötzlich das hat gereicht, wa? Ja. Deine aber ich kann nichts mehr bauen. Wieder an. Oh, ich konnte nicht mal draufklicken, so schnell ist das explodiert. Zum Reparieren, ja, meine ich. Das ist schon, ich meine jetzt, Einheiten, also das ist ja schon echt, für eine Verteidigungsanlage ist das schon arg heftig. Ach, da sind ja auch noch. Ja, die ein paar, Na? Ja, das. Boah. Und die Einheiten sind nicht mal mega teuer, diese Flugdinger. Ja, Runde 1. Sehr gut. Fazit bis hierhin schon mal, Zwischenfazit. Vollständiges Spiel, ne? Doch, ja. Also ich hatte jetzt auch mit mehr Alpha-Stadium gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Abstürze. Gut, es ist. Wir haben festgestellt, es ist nicht so super balanciert. Noch nicht, aber prinzipiell. So viele Karten, ne? Nehmen wir mal hier die Tomb Raider Karte. Vier Stück gibt es. Was denn? Kann ich dich zu einem Spiel kooperativ gegen die KI einladen? Ja, das können wir auch machen. Ja, weil mein letzter Kampf gegen die KI war relativ monoton, weil sie einfach nur, die hat nur gebaut, die hat sonst nichts gemacht. Test-AI? Zwei Test-AIs, oder? Ja, klar. Sicher.